dem Zähler nachgeschaltet, also diesem Gasdurchflusszähler, ist etwas, das man vielleicht am besten als Zählelektronik beschreiben könnte. Also das hier ist mal ganz schematisch der Zähler mit dem Zähldraht hier. Dann kommen hier die Röntgenstrahlen rein und hier liegt dann die Hochspannung an. Irgendwie so. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. Hier liegt die HV an. Und jetzt dem Ganzen nachgeschaltet kommt diese Sache, die ich, wie gesagt, gerade am besten vielleicht bezeichnen würde mit Zählelektronik. Und diese Zählelektronik oder dieser Teil besteht aus zwei Teilen. Und als ersten Teil gibt es hier die HV, also die Hochspannung. Und diese Hochspannung soll jetzt auf einen bestimmten Wert eingestellt werden, bei dem die Zählung der Elektronen auf dem Zähldraht optimal ist. Und die ist optimal bei ca. 1700 Volt. Und wenn man sich dazu mal das entsprechende Diagramm anschaut, dann sieht es in etwa so aus. Und man hat hier auf der Y-Achse die Häufigkeit an Impulsen, also Impulshäufigkeit entlang der Y-Achse. Entlang der X-Achse sind die Volt aufgetragen. Und was man dann macht ist, man schaut oder man stellt jetzt ein den optimalen HV-Wert. Und dazu scannt man über die Volt. Und wenn man darüber scannt, kriegt man irgendwie sowas und dann plötzlich geht es hier so ein bisschen hoch und dann geht es wieder runter. Und das ist der HV-Scan. Und dann hat man, also man verändert die Spannung hier vorne am Zähler und dieser HV-Scan beginnt bei sowas wie 1600 Volt und endet bei 1800 Volt. Und man möchte eben optimalerweise das so einstellen, dass der Peak bei 1700 Volt ist. Und das gelingt jetzt nicht immer. Meistens liegt man so vielleicht plus minus 20 Volt daneben. Das ist dann okay. Also so ein Range hier möchte man ungefähr erreichen. Und um das zu erreichen, gibt es in dieser Zählelektronik ein Verstärker oder für Vielfache eine Gain. Und diese Gain lässt sich einstellen über Werte von 4, 8, 16, 32, immer so Verdopplungen bis 128-fach. Und das ist, was man macht. Also wenn die Gain ein klein wenig verschoben ist zu höheren oder zu kleineren Werten, dann ändert man diese Gain hier und dadurch lässt sich der Peak dann etwas nach oben oder unten verschieben. Und das ist der erste Teil hier bei der Einstellung der Zählelektronik für den Zähler selbst. Dann kommt der zweite Teil. Und der zweite Teil besteht jetzt aus ein paar Sachen, die miteinander gekoppelt sind, als HV hier. Und hier hat man einmal die, also HV heißt einfach High Voltage. High Voltage. So. Und hier nebendran hat man dann noch die Pulshöhenanalyse. Also, das kommt aus dem Englischen natürlich, Pulse. Height Analysis. Und dazu gehört dann die Pulshöhenverteilung. Das ist die Pulse Height Distribution. Und das Ganze macht man, kommt gleich alles mit dem SCA. Das ist ein Single Channel Analyzer. Und wie gesagt, das zeige ich, am besten zeige ich es jetzt, dann wird das alles klar. Das hängt ganz direkt miteinander zusammen. Was passiert, wenn jetzt, also wir haben die HV hier eingestellt auf den optimalen Wert, und was geschieht jetzt mit den tatsächlichen Impulsen, die ankommen? Diese Impulse sehen in etwa so aus. Also auf der X-Achse haben wir jetzt mal die Zeit in
Das sind sehr kurze Impulse, also das sind, ich weiß gar nicht was, Milli, Nanosekunden, irgendwas. Das geht unglaublich schnell natürlich. Und auf der Y-Achse ist jetzt hier die Energie der Impulse aufgezeichnet. Also Energie der einzelnen, schreibe ich mal dazu, Impulse. Und das ist das, was jetzt direkt aus dem Zähler rauskommt, also das, was jetzt hier oben hier herauskommt und dann hier reingeht. Also was hier reingeht, sind, was hier reingeht, ich schreibe es gleich mal dazu, ist genau das, ist die Energie der einzelnen Impulse. Die gehen hier in diese Zellelektronik rein. Und diese Energie der einzelnen Impulse wird dann hier in diesem Diagramm aufgetragen. Und dieses Diagramm ist im Grunde nichts anderes als genau diese pHa, beziehungsweise die pHa ist im Grunde der gesamte zweite Teil hier oben dieser Zellelektronik. Ja, also hier Zellelektronik und pHa ist der gesamte zweite Teil. Und in dieser pHa macht man jetzt zuerst, also registriert man die Energie der einzelnen Impulse über die Zeit. Und das sieht dann vielleicht so aus. So ein bisschen hier, so ein bisschen zickzack, dann kommt hier mal so ein Impuls an, so ein zickzack, vielleicht ein bisschen höherer Impuls. Und so geht es dann immer weiter mit der Zeit. So, und dann sieht man schon, hier unten gibt es diese Impulse bei sehr geringen Energien. Und diese Energien werden jetzt hier aber nicht als Energien aufgetragen, sondern sie werden gemessen in Volt natürlich. Das heißt, hier oben, also auf dieser Y-Achse, ist als Einheit eigentlich Volt angegeben. Das ist die Messgröße, obwohl es dann die Energie ist, die man hier misst. So, nun sieht man hier unten eben, da gibt es einen Bereich, der nichts anderes ist als Detektorrauschen. Ein Detektorrauschen bedeutet eben, dass man zwar hier überall einzelne Impulse hat, das sind immer einzelne Impulse, die gemessen werden, aber all diese einzelnen Impulse gehören nicht zur, also es sind keine Röntgenquanten, die von dem Element gemessen werden. Das heißt, alles, was hier unten ist, das wollen wir abschneiden. Also das Ganze hier soll weg. Das kann man auch machen. Und dann werden nur alle Impulse gezählt, die oberhalb einer bestimmten Energie bzw. einer bestimmten Spannung, das heißt die Messgröße, oberhalb einer bestimmten Spannung messen, erliegen. Also wir messen alle oder wir zählen alle Impulse, die hier oben liegen. Und wenn wir das machen, alle diese Impulse oberhalb dieser unteren Linie zählen, dann nennen wir das Integral. Ist nicht ganz intuitiv dazu möglicherweise, das ist einfach nur die Bezeichnung dafür. Wir messen alle Impulse oberhalb einer bestimmten Energie oder unteren Grenzspannung und nennen das Integral. Nun kommen im Detektor Röntgenquanten von verschiedenen Effekten und Prozessen an. Natürlich kommen Röntgenquanten an vom Element, von der charakteristischen Strahlung des Elements. Also X-Rays, also vielleicht zum Beispiel K-Alpha 1 oder sowas. Dann kommen aber auch noch Dinge an, wie höhere Ordnungen. Also von einem Element, mit, bei dem die Anregungs- oder die Elektronenübergangsenergie, die doppelt so stark ist wie die von dem Element, das wir untersuchen wollen. Und dadurch bekommen wir bei der, erfüllt es auch die Bragg-Bedingung und es kommt im Detektor an. Dann gibt es weiterhin noch Dinge wie beispielsweise den Escape Peak, der im Detektor selbst entsteht. Und all diese Dinge zählen wir natürlich, all diese Impulse zählen wir und müssen uns überlegen, was wir mit denen machen. Also beispielsweise, die Elementpeaks sind zum Beispiel dieser hier und dieser hier. Die höheren Ordnungen sind jetzt zum Beispiel dieser Peak und dieser Peak. Und
Escape hier gibt es auch noch, das ist dann beispielsweise dieser hier. Jetzt mag vielleicht die erste Frage sein, warum sind die Element-Peaks alle unterschiedlich hoch? Das kommt nicht daher, dass es keine besonders schöne Zeichnung ist, sondern einfach, dass die Auflösung relativ schlecht ist. Also diese Energieauflösung ist relativ schlecht. Das hängt an der Zellelektronik hier. Ups. Das liegt an der Zellelektronik. Das liegt aber auch am Detektor selbst. Das heißt, es gehen auch unterschiedlich viele Elektronen hier vielleicht auf den Zelldraht und so weiter. Und dadurch ist die Energieauflösung relativ schlecht. Energieauflösung heißt, dass Impulse über einen größeren Energiebereich alle zum Element dazugehören. Und deshalb sind diese einzelnen Energien, diese einzelnen Impulse unterschiedlich hoch. Okay, wie gesagt, all diese blauen hier gehören jetzt zum Element, die gelbe zum Escape Peak und die hier zur höheren Ordnung. Die höheren Ordnungen wollen wir natürlich nicht haben. Höhere Ordnung könnten auch übrigens auch Pile-Up-Peaks sein. Also wir könnten hier auch noch einen Pile-Up-Peak, der ist ja auch bei den doppelten höheren Ordnungen oder Pile-Up bzw. Zoom-Peak, das gleiche, ein anderes Wort. Zoom-Peak könnten auch da liegen. Aber die wollen wir eigentlich nicht haben. Deshalb schneiden wir die ab. Dann schneiden wir die bei einer bestimmten Spannung ab, zum Beispiel hier. Das heißt, alles, was jetzt hier oberhalb liegt, wird nicht gezählt. Gemessen wird es ja, aber es wird nicht gezählt. Und was wir dann übrig haben, ist hier so ein Fenster. Ein Spannungsfenster oder Energiefenster. Und das nennt sich auch Window. Und das Ganze, was man hier macht, nennt sich eben jetzt Pulshöhenanalyse. Und dieses Gerät, um hier einen unteren Level zu legen, ein Lower Level, um das alles drunter abzuschneiden und hier ein Upper Level, hier oben ein Upper Level, dieses Gerät, um das zu machen, oder dieses Elektronikteil, das nennt sich ein Single Channel Analyzer. Also das zweite von hier oben, das ist, oder das dritte, das hier ist dieser Single Channel Analyzer. Weil mit Channel ist jetzt gemeint, dass nur dieser Bereich hier, gezählt wird. Ein Single Channel. Es gibt auch Multi-Channel Analyzer, also die würden dann so aussehen, wenn ich das sehr schnell skizziere. Es kommt nicht beim EDX zum Einsatz. Ja, da hat man auch wieder hier so unterschiedliche Peakhöhen, nicht Peakhöhen, sondern Impulshöhen. Und jetzt gibt es hier mehrere Channels. Da hat man hier ein Channel, aber das wäre das, was man vielleicht wieder weglöscht. Also das wäre das, was man nicht will. Vielleicht auch ein Rauschen. Dann hat man hier einen Channel. Dann hat man hier einen Channel. Und hier den nächsten. Und die korrespondieren alle zu einer bestimmten Energie. Und diese Energien werden dann, diese unterschiedlichen Energien werden dann auch aufgetragen. Also hat man vielleicht diese sehr hohe Energie hier vorne. Diese etwas. Und hat dann, man zählt und kriegt dann hier einen Peak. Dann hat man diesen, zählt man diese ganzen Peaks, die nur hier reinfallen. Also es wäre dieser hier, der würde nur hier reinfallen. Und dann zählt man den hier, oder die Peaks, die alle da reinfallen, ist ja in dem Fall der hier zum Beispiel. Und so weiter. Und da das alles Energien sind, hat man hier die Kiloelektronenvolt. Und das ist dann das EDS-Spektrum. Und das Ganze, mit dem das dann gemacht wird, nennt sich dann Multi-Channel Analyzer oder MCA. Zurück zum Zähler für das WDS, wo man nur einen Single-Channel hat. Im nächsten Schritt zählt man jetzt die Impulse, die nur in diesem Bereich hier drin sind, also nur eine bestimmte Energie bzw. bei einer bestimmten Voltzahl liegen. Und dazu hat man ein Diagramm, wo auf der X-Achse Volt
Volt steht und auf der y-Achse die Impulshäufigkeit. Und wenn man das macht und man scannt jetzt über den gesamten Bereich, dann also man zunächst dieser Bereich, das kommt gleich, man scannt über den gesamten Bereich hier, dann scannt man herüber und hier hat man, das sieht irgendwie so aus, dann kommt hier ein breiterer Peak und vielleicht kommt dann hier hinten nochmal ein Peak. Und hier vorne könnte eventuell, jetzt soll ich das mal gleich mit dazu zeichnen, könnte eventuell auch noch so ein kleiner Peak hier mit auftauchen. So, was man hier nun hat, ist Folgendes. Das hier oben ist der Peak der höheren Ordnung, beziehungsweise eventuell ein Pile-Up-Peak. Das da vorne, das hier bis hierhin, das ist das Detektor-Rauschen. Und das, was man, also das ist der Teil, den man nicht will. Das schneidet man ab. Das wäre hier auch dieses Lower Level. Beziehungsweise, ich kann es mal dazu schreiben, wie es in der Mikrosonde heißt, dann nennt sich das mal Base Level oder Base Line. Einfach nur ein anderer Begriff. Der liegt hier, den stellt man ein, der liegt oft bei sowas 0,7 Volt. Und dann hat man hier den Peak und das ist jetzt der Peak vom Element. Und der wird automatisch von der Elektronik eingestellt, dass der Peak immer, also es wird alles gezählt, was hier in diesem Bereich liegt, was entweder in dem Bereich liegt oder wenn man integral misst, alles darüber. Und diese Verteilung, die man dann rausbekommt, der Impulse, das sind ja alles Impulshäufigkeiten hier, und die Verteilung dieser Impulse, das ist die PHD, die Pulse Height Distribution, also die Pulshöhenverteilung. Und das wird immer eingestellt auf 4 Volt. Das liegt dann genau bei 4 Volt. Und jetzt sollte man keine höheren Ordnung haben, dann könnte man jetzt hier integral messen. Das heißt, alles, was hier oben liegt, könnte man messen. Alles integral, das nennt sich immer Int an der Mikrosonde. Angenommen, man hat jetzt einen Pilot Peak, dann kann man hier dieses Upper Level hinlegen, beziehungsweise an der Mikrosonde nennt sich das dann Window und das ist einfach die Distanz hier dazwischen, das ist das Window und dann wird alles abgeschnitten, was hier oben liegt. Und damit, und das ist das extrem Wichtige bei der PHA und dem PH, ja, bei der PHA ist, dass man die höheren Ordnungen und den Pilot Peak hier abschneiden kann. Als letztes ist dann hier vorne noch der Escape Peak übrig. Das ist der Escape Peak. Das ist ja der, der hier liegt, der eine etwas geringere Energie hat. Also das links von der in der Pulshöhenverteilung dann liegt. Und die Frage ist, was macht man mit dem? Schneiden wir den auch ab? Nein, müssen wir natürlich nicht, denn der Escape Peak gehört ja letztlich auch zum Element. Der hat ja nur ein bisschen Energie im Zähler verloren von der Elementquanten, aber gehört natürlich dazu. Deshalb können wir den problemlos mitmessen. Natürlich kann uns auch die höhere Ordnung einen Escape Peak hier reinmachen, vielleicht in dem Bereich, den wir sogar messen. Das ist dann ein Problem, das man direkt an der Mikrosonde mit den Einstellungen dann möglicherweise lösen muss. Okay, also zusammengefasst, aus dem Zähler kommt das Signal hier rein. Zunächst wird die HV eingestellt mit einem optimalen Peak bei ca. 1700 Volt. Anschließend, als zweites, schauen wir uns die Impulse an, die einzelnen hier, die gemessen werden, schneiden möglicherweise höhere Ordnungen ab, schneiden natürlich auch unten das Rauschen ab und haben dann oder zählen dann nur noch die Peaks, die wir eigentlich wollen. Oder wenn es keine höheren Ordnungen gibt, können wir integral messen, alles nach hier oben. Wenn wir das abschneiden hier, dann nennt sich das Ganze differenzielle Messung. Ja, das hier ist differenzielle Messung, weil wir nur dieses Fenster messen. Kurz steht da immer nur dann Diff.
Und wie wir das machen, schauen wir uns hier in diesem PHD-Diagramm an, schneiden die entsprechenden Bereiche aus und können die dann zählen. Und nennen tut sich das Ganze dann Pulshöhenanalyse. Und diese Impulse, die dann hier rauskommen und die wir dann zählen aus dem Ganzen, also alles, was dann in diesem Fenster liegt, was in diesem Fenster liegt mit differenzieller Messung oder bei integraler Messung, alles, was hier draußen liegt, das wird dann gezählt und das sind dann die Counts per Second, die am Ende ausgegeben werden.